Servus und hallo, sagt der DJ Nix. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet habt zu Prison Architect und dem Bau und der Planung unseres Hochsicherheitsgefängnisses. Ja, wir haben Land haben wir ja schon dazu gekauft, das habt ihr schon mitgekriegt. Und jetzt sind wir gerade dabei zu warten, dass die Jungs hier mal fertig sind mit dem, mit hier, mit diesem Fundament ausheben. Denn hier soll der Eingang sein. Und ich habe auch schon weitere Planungen, genau. Hier oben übrigens in diesem Bereich kommt das Besucherzentrum hin. Jawohl, das Ganze wird genauso mit so einem Eingang gebaut und damit eben die Leute, die oben reinkommen, nicht zu weit haben. Ich will nicht, dass die da irgendwo in der Wegschicht rumlaufen, sondern ziemlich schnell ins Besucherzentrum kommen. Hier oben lassen wir uns noch ein bisschen Platz für eventuell nochmal einen Generator. Also hierher kommt das Besucherzentrum. Ah ja, und ich sehe gerade, die Jungs sind jetzt fertig. Und jetzt würde ich mal sagen, jetzt bauen wir sie erst einmal, dass ich, gemein im Notfall wieder abreißen, jetzt bauen wir sie erst einmal schnell diese Wände hier. Da wird nichts mehr mit Zaun gearbeitet, der Zaun sind schon lang vorbei, hier kommen Wände her. Und dann möchte ich einmal schnell schauen, jetzt hoffentlich finde ich es gleich wieder. Ich suche ja, aber ich finde es nie. Das ist dieser Sicherheitseingang. Ja, und war ja klar, dass ich natürlich mal wieder nicht finde. Das gibt es doch auch unter irgendwie Sicherheit. Ja. Ah, nicht. Ah, Mann. Rutschinesen. Dass ich diese Räume nicht finde. Sicherheit. Laufbrücke, Laufbrücke, das meine ich. Aber alles im Metalldetektor sowieso, Scannermonitor. Auch da ist er ja, der Kontrollpunkt. Mei, oh mei. Der Kontrollpunkt kommt. Ja, hierher hätte ich jetzt einmal gesagt. Ja. Ja. Und dann kommen wir hier, würde ich sagen, vorher. Die Metalldetektoren, jetzt weiß ich nicht, das machen wir anders. Ist jetzt blöd. Ich weiß nicht genau, also der Typ steht dann da drin, da werden die dann hier kontrolliert, wenn ich das jetzt richtig weiß. Dann kommt auf. Okay, das machen wir später nur im Feintuning dann. Ja, machen wir später im Feintuning. Wenn wir genau wissen, wo der Typ da genau steht. Das ist jetzt so ein neues für mich. Also diese Kontrollpunkte, den kenne ich noch nicht genau. Werden wir dann sehen. Hier haben wir auf alle Fälle, das wird die Empfangszentrale. Und hier haben wir dann auf alle Fälle diese kleine Zelle, die wir brauchen. Und die können wir jetzt einmal ganz kurz fertig bauen. Das ist diese Verwahrungszelle. Die brauchen zum einen Toiletten. Dann machen wir das mal. Wie machen wir das? Dann machen wir einfach da zwei Toiletten her. Dusche, glaube ich, brauche ich gar nicht. Gell? Nein, da kommt dann nur so eine Bank rein. Ich glaube, das reicht. Ja. Und Anschlüsse kümmern wir uns sowieso drüber. Dann. Ja, bis man das wieder findet, da sucht man es lieber so. Toilette. Wie gesagt, Anschlüsse machen wir später. Ich baue es jetzt nur hier, dass ich ungefähr den Anhaltspunkt habe, wohin. Und natürlich könnten wir, weil wir doch anständig sind, bekommen wir da auf alle Fälle zwei Türen her. Ja, oder? Ja, oder? Naja, überlegen wir uns später, ob die Klos eine Tür kriegen. Das überlegen wir uns noch. So. Ist soweit. Und jetzt würde ich mal ganz gern bei der Versorgung nochmal schauen, weil da. Aha, okay, da fällt uns schon ein bisschen der Strom. Jetzt muss ich nochmal überlegen, ich habe es letztes Mal schon gesagt, also. Der untere will den, also der Hälfte nach oben dann den zweiten Generator verwenden. Muss man bloß mal schauen, können wir jetzt. Ach so. Die Jungs bauen die Stromkabel schon. Okay, gut. Das ist ja wunderbar. Dann sollen die das
so bauen. Und so bauen. Das brauchen wir sowieso. Da haben wir einige elektronische Geräte wie... Und so. Ja, genau. Okay, wunderbar. Das gefällt mir. So, und jetzt kommen wir, und dann nehmen wir jetzt wieder das Planungstool, kommen wir zum Planen des Besucherzentrums. Das kommt hier direkt anschließend hin. Es gibt hier also keinen Durchgang, weil es da überhaupt gar keinen Grund dafür gibt, einen Durchgang. Deswegen ziehe ich jetzt einfach mal blind zuerst einmal pro Wende, um dann zu überlegen, wie groß das man es genau macht. So. So ungefähr. Und hier sollte dann, gibt es dann nochmal einen, probiert hier nochmal einen zweiten Zugang. Machen wir mal weg. Das wird zugemacht. Machen wir einmal weg, die zwei Farben verwirren mich etwas. So. Genau. So, jetzt könnt ihr natürlich fragen, was kommt da in die Mitte rein? Berechtigte Frage, weiß ich auch noch nicht so. Brauchen wir das überhaupt? Wir könnten natürlich, und das finde ich jetzt sogar ziemlich cool, hier den Lieferbereich machen. Kann man hier wegziehen, abziehen. Nicht den Müllraum, sondern den, wo ist denn das? Anlieferung, genau. Die könnte man zum Beispiel hier in die Mitte machen. Bleiben die eigentlich, die LKWs, dann da stehen? Das wäre natürlich ziemlich cool. Weiß ich nicht, werden wir dann einmal ausprobieren. So, das ist also, das soll das Besucherzentrum werden. Und ich glaube, es ist uns fast ein bisschen zu klein. Das machen wir auf alle Fälle ein bisschen größer. So, denn natürlich das Besucherzentrum. Dieses Mal gibt es, wird aber sowas von kontrolliert, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da muss man sich jetzt überlegen, da wird es also auf alle Fälle auch beim Zugang. Ich mache es jetzt mal so ein bisschen, ich kann es jetzt nur so ein bisschen blind machen. Also so, hier 1, 2, 3, hier ist der Gang, hier kommt der Checkpoint rein. Da machen wir mal zu. Also hier kommt wieder so ein Kontrollpunkt rein. Und dann geht es da Richtung Zellen. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ja. Das wird das Besucherzentrum. Oder, ich überlege gerade, könnten hier natürlich auch die Bewährung machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und dann hier das Besucherzentrum, damit die Leute, ich wollte nicht, dass die Leute so weit laufen, wenn die hier reinkommen, die Besucher, die sollen da eigentlich gleich rechts abbiegen und hier in das Besucherzentrum machen. Dann machen wir mal jetzt hier. Das machen wir jetzt anders, das machen wir ein bisschen flacher, so, und dann wird, achso, wir brauchen ja wieder den Zugang, das macht aber nichts. So. So könnte man das vorstellen. So, und hier kommt wieder aha. Na, wir brauchen zwei Kästchen. So. Ja. Das Besucherzentrum. Und da haben wir immer, das wird nicht reicher, da haben wir ja immer diese Dreierbänke. Jetzt müssen wir schauen. Das Blöde ist, dass man das halt alles suchen muss. Normal zeigt das ja an, wenn wir den Raum ausmachen, aber drei könnte man eigentlich machen, oder? Besucherraum. Achso, das macht er natürlich nicht, weil es eigentlich kein wirklicher Raum ist. Okay, alles klar. Dann was ist los? Was war das jetzt für ein Knall? Oh, Strom ist ausgefallen. Was soll das sein? Hallo?
bin ich jetzt? Ach, Kraftwerke können ja nicht miteinander verbunden werden. Okay, verstehe. Moment, 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 Moment. Richtig. Sehe ich das Problem? Müssen wir anders machen? Müssen wir anders machen? Habe ich schon dreimal gesagt. Okay, also dann. Das wird abgerissen. Das wird abgerissen. Das machen wir nicht so. Das wird abgerissen. Das wird abgerissen. So, jetzt müsste der Strom eigentlich extra liegen. Das wird da abgerissen. Und dann kommt das Stromkabel vorher. Hier, Jungs, das ist wichtig. Bring links, um Priorität zuzuweisen. So. Und dann sind die Stromläufe, wenn ich das jetzt richtig sehe, nicht mehr miteinander. Und wenn die jetzt diese beiden hier noch wegreißen, können wir da mal schneller machen. Jungs, weil sonst, ich sitze hier auf glühenden Kohlen, weil ich will wissen, ob das jetzt passt. Kommt er ja schon. Jetzt. Wunderbar. Wunderbar. Und dann bauen wir da, hätte ich jetzt gesagt, bevor ich es später noch vergiss, auch gleich mal die Kondensatoren hier. Das ist immer recht teuer. Voilà. Und dann haben wir erst einmal Strom bis zum Abwinken. Gut. Okay. So, also, das sind die Planungen. Also haben wir Besucherzimmer. Da waren wir. Und da wird jetzt mal schnell schauen, genau, Besucher. Besucher, da haben wir einmal diesen Besuchertisch, der ist wie groß, obwohl es wird sogar herpassen. Dass wir da links und rechts die Tische machen. Ja, das ist sogar ganz gut. Und dann haben wir in der Mitte einen richtig coolen Weg. Geht jetzt mal schnell daher. Ja, das ist super. Das ist genau richtig abgemessen. Und dann kommen wir in der Mitte und da haben wir dann die Einzeldinger. Da kommen wir dann dort zwei und dort zwei herstellen. Perfekt. Eigentlich. Und dann haben wir in der Mitte genau den Weg, wo eine Wache rauf und runter gehen kann. Und zwar im Kreis die Patrouille gehen kann. So wollte ich das. Okay, dann ist die Größe genau richtig. Dann wird das der Besucherraum und das hier wird. Und das hier wird dann die Bewährung. Da brauchen wir also Bewährungsbüros. Dann machen wir das jetzt doch einmal hier relativ mittig her. So. Da kommen also diese Bewährungstypen. Da kommt der Bewährer, irgendwelche Richter oder was es auch immer sind. Da kommen diese Bewährungstypen. Und gehen dann von hier in diese Büros. Da brauchen wir ziemlich viel, also vier hätte ich jetzt gesagt, mindestens. So.
hätten wir die vier Büros. Aber hier brauchen wir auch, bräuchten wir auch den Kontrollpunkt. Brauchen wir den? Na, den brauchen wir eigentlich bei den Ding brauchen wir nicht. So, dann machen wir so. Machen wir die ruhig ein bisschen größer, jetzt haben wir schon so gebaut. Ganz so sparsam müssen wir nicht sein mit dem Platz, weil wir können ja jede Menge dazu kaufen mittlerweile. So. Da brauchen wir dann aber eine Wache, die hier Dienst schieben muss. Und hier, keine Ahnung, Garten, was auch immer. Hier könnte man eben unseren Lieferraum machen. Das finde ich eigentlich ganz spannend, das merken wir mal. Da mache ich jetzt einmal ein L für ein L für Lieferraum, damit ich das weiß. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Könnte man hier sogar dann eben eventuell noch ein fünftes Büro hermachen? Oh ja, gute Idee. Oder sogar noch ein sechstes Büro. Ah, wobei, das ist mir ziemlich nah am Eingang. Das gefällt mir nicht. Das ist unsicher. Das würden wir dann nicht brauchen. Okay, das kann man sich dann überlegen. Da hätten wir auf alle Fälle Platz. So gefällt mir das ganz gut. Jetzt müsste man nur noch kurz... Also da ist rein, da kommt natürlich ein Kontrollpunkt und eigentlich hätte ich beim Rausgehen auch gerne einen Kontrollpunkt. Da haben wir so viel Platz, brauchen wir eigentlich nicht. So. So. Reicht aber nicht, der ist ein bisschen länger. Ich glaube, drei Felder ist der lang, oder? Ah, da ist er. 1, 2, 3, 4, 5 Felder ist der lang. Okay. 3, 4, 5. Was ist jetzt wieder? Ist schon wieder der Strom ausgefallen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach. Okay, er sieht das als Verbindung an. Okay, dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir das abreißen. Da darf keine Verbindung entstehen. Dann machen wir die jetzt auch weg. So. Und dann verbinden wir das Pumpenwerk mit dem. Okay, habe ich wieder dazu gelernt. Macht's mal, Jungs, kümmern wir uns dann drum. Ist ja alles geregelt soweit. Gut, okay. Also das sind die Planungen, wie ich sie in die Tat umsetzen möchte. Es schaut, also ich habe es ja von Anfang an gesagt, das ist jetzt natürlich nicht so richtig schön Kästchen und alles korrekt, sondern so wie ich das haben, dass das wirklich Hochsicherheit hoch 3 ist. Und eigentlich könnten wir dann auch langsam mal anfangen, unsere Mauer zu bauen, weil die wird richtig teuer. Noch haben wir einen Plus-Cashflow, deswegen muss uns nicht interessieren. Die Mauer drumherum, die wird richtig teuer. Also das ist der Besucherraum. Das muss man hier, glaube ich, noch umgestalten. Und dann kommt hier eben nochmal ein, würde ich sagen, so ein Würfel mit gegebenenfalls nochmal Lagerraum und so weiter, der kommt dann hierher. Das schaut natürlich blöd aus, gell. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Also wenn dann, ganz so schlampig muss also nicht sein, wenn dann, müssen wir uns was überlegen. Weil wir können den Sicherheit, den Kontrollpunkt, den kann man hier ja herstellen. Und keine Ahnung, wie man das dann, da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Gefällt mir gut. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, was heißt eigentlich? Das gefällt mir eigentlich super. Eine Autospeicherung, sehr gut, falls uns was kaputt geht. Und hier ist der Zaun, haben wir gesagt, und hier kommt die Wand. Und deswegen hätte ich jetzt einmal gesagt, dass wir, damit wir haben, mal wieder irgendwas bauen. Läuft der Strom jetzt wieder? Schaut's denn aus? Und eigentlich hier dieses Ding, das kann man jetzt wegmachen. Okay, das verwirrt mir immer ein bisschen. Okay.
So. Okay, und jetzt baut die über Versorgung, dann stellt mir doch jetzt, könnte ich hier den Kondensator noch hermachen und dann kommt hier so. Und dann müsste die Pumpe, braucht man eigentlich ja auch noch nicht. Aber das wüsste man noch nicht, wir haben noch keine Rohre verlegt, das kommt alles erst noch. Gut, sehr schön, alles klar. Apropos, jetzt kommt es mal gerade, wie schaut es eigentlich aus mit unserer Bürokratie? Ich würde nämlich ganz gerne mal einen, na, Gartenpflege nicht. Reinigung, sehr gut, wir haben den Hausmeister, alles klar. Läuft eigentlich irgendwas? Das soll laufen, Fernsteuerung soll laufen, Laser soll jetzt mal ein, soll laufen, alles soll laufen, wir haben Geld. Okay, gut. Läuft da auch wieder was. Und dann können wir endlich den Hausmeister einstellen oder sogar zwei. Wobei wir da vorsichtig sein wollen. Ich will nicht, dass wir den unseren Cashflow, der mit da mindestens mal irgendeiner irgendwie putzt. Das schaut ja schlimm aus. Haben wir für einen Cashflow? Immer noch 105 plus. Okay, gut. Solange es plus ist, ist alles gut. Und wo ist der Hausmeister Zickhofer? Keine Ahnung. Ah ja, er fängt zum Putzen an. Wunderbar. Okay, er putzt jetzt irgendwelche leeren Räume, aber das muss uns jetzt noch nicht so kratzen. Sehr schön, alles klar. Also der Plan steht, das gefällt mir total gut. Und damit die Jungs auch was zu tun haben, genau, das wollte ich noch machen. Moment zurück. Wo haben wir denn diese? Ah Mann, das muss man echt immer alles suchen. Weil ich immer nicht genau weiß, wie das heißt, diese Straßeneinfahrt. Ah Mann. Also das ist ein bisschen unglücklich gemacht mit der Sucherei, weil man kann ja nicht immer alle Namen auswendig wissen. Haben wir da irgendwas? Irgendwas mit Schranke hieß doch das, oder? Na, oder Einfahrt. Na, oder Tor. Ventilator, witzig. Mist, finde ich jetzt gerade nicht. Ich würde ganz gern hier mal diese. Wie nennt man das? Jetzt komme ich auf den, jetzt komme ich immer auf den Namen. Ja, diesen ja, Schlagbaum. Ja, das ist jetzt der wäre jetzt der richtige Name. Schlagbaum. Aber ich glaube nicht, dass das Schlagbaum heißt. Nein, das habe ich mir schon gedacht. Blöd. Gut. Werde ich irgendwann dann finden. Dann, wenn ich ihn gerade nicht brauche. Und wenn ich ihn dann gefunden habe, dann baumen ihn. Ein Scanner. Eine Maschine für Einlieferungstrakte und Lagerräume, die Holzkisten nach Schmuggelware scannen, benötigt einen Scannermonitor, damit Waren Schmuggelware kennen. Sehr gut. Das wusste ich gar nicht, dass das gibt. Ein Scanner. Ach, saugut. Die brauchen wir auf alle Fälle. Verstehe. Okay. Der müsste ja eigentlich direkt neben dem Ding, oder? Er kommt ja dann in den Besucherraum. Ja, unbedingt. Unbedingt. Da ist der Monitor dazu. Okay. Da brauchen wir ja doch fast einen richtig dicken Eingang. Gut, dass ich es gesehen habe. Gut, dass ich es gesehen habe. Ja. Ja, gut. Also. So, also beim Besucherraum kommen, aber auch hundertprozentig auch ein Scanner. Sehr gut. Wie das genau funktioniert, weiß ich leider noch nicht, aber das werden wir herausfinden. So schwer ist es immer auch nicht. Gut, das waren die Planungen und das nächste Mal gehen wir an. Nein, heute, bevor wir, damit die Jungs nicht alle so faul rumstehen und jetzt mal gar nichts tun, werden wir jetzt, und ich hoffe wirklich, dass uns das Geld reicht,
Weil die ist wirklich teuer. Jetzt zeigen wir mal hier die ersten paar Meter. Das darf mich jetzt mal interessieren, was kosten jetzt hier. Ja, ihr seht ja schon, kostet das schon 12.000. Und das wollen wir ja ganz rum machen. Also, boah, die kostet fast 100.000. Aber okay, damit die Jungs einfach mal was zum Tun haben, bauen wir jetzt hier den ersten Abschnitt hin. Und ihr seht schon, das nimmt drei Felder in Kauf und dann können ja die Jungs da mal anfangen. Und auch hier unten kommt ein natürlich die Mauer. Könnte ich da einmal gleich den ersten Teil bauen, damit einfach mal mir ein bisschen Eindruck kriegen, wie das ausschauen soll. Und das wird dann Zaun und da wird es zwei Einfahrten geben. So wie sie das fährt. Und ich hoffe, dass da in der Mitte der Bus drauf ist. Wenn nicht, machen wir es da her. Und ärgerlich, dass ich den Scheißschlagbaum nicht finde. Der Boje. Ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oh Mann. Wo ist er? Wo ist er? Wie einfach. Muss ich da jetzt echt Stück für Stück durchgehen? Mit Steine. Jeden Schmarrn gibt es, gell? Aber das Wichtige finde ich aber nicht. Rotes Wandelement. Na super. Gibt es denn überhaupt noch? Oder muss ich den vielleicht woanders suchen? Naja, wie gesagt, den findet man schon noch. Da ist immer Bleiglasfenster. Holzfenster, Holzfenster, so eine Wandbepflanzung. Hauptsache so Ghetto-Blaster. Hauptsache so einen Schmarrn gibt es, gell? Unbemannter Suchscheinwerfer. Nur im Außenbereich. Aha. Finde ich aber spannend. So was werden wir auf alle Fälle aufstellen. Gut zu wissen. Mir ärgert, dass ich dieses Scheißding finde. Diese scheiß Einfahrt. Also die muss es ja noch geben. Von der Zeit, ich glaube, sie jetzt auch. Blutlicht ist auch gut. Ja, er ist nicht da. Okay, will ich euch jetzt nicht langweilen, den finde ich schon noch. Gar kein Thema. Den finde ich schon noch. Die Jungs fangen an, die richtige, fette, dicke Mauer zu bauen. Sehr schön. Alles klar. Und nächstes Mal gehen wir dann diese Dinge an. Mit dem Ausbau des nächsten Bereiches. Es wird spannend. Kurze Pause. Danke fürs Zuschauen. Jetzt in dieser Folge. Es wird natürlich viel geplant, ihr Lieben. Aber das macht ja, finde ich, so wahnsinnig spannend, wenn wir dann die ersten richtigen Schwergewichte einladen. Es müssen ja noch Zellenblöcke und so weiter gebaut werden. Danke fürs Zuschauen. Schaut das nächste Mal wieder ein. Abo, wisst ihr es ja, irgendwo links unten geht das rote. Oder jetzt eine dieser eingeblendeten Videos gerne mal anklicken. Frank Miller übrigens, der Policeman von Police Simulator, ist mittlerweile Kult. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, sagt der DJ Nick. Servus. Pfiat euch.